Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Wars Knights of the Old Republic. Ja, in der letzten Folge haben wir unser neues Teammitglied HK-47 von diesem, ja, Yucca-Lacca-Schrotthändler oder Druidenhändler abgekauft. Und er hat ein paar merkwürdige Funktionen. Wenn man mit ihm spricht, ist er ziemlich eigen, was die Persönlichkeit angeht. Können wir gleich nochmal quatschen? Quatschen wir einfach nochmal mit ihm. Aussage: HK-47 ist einsatzbereit, Meister. Stimmt, er hat mir ja versprochen, dass er mehr über seine Funktion sagen kann, wenn wir ihn gekauft haben. Aussage: Ich kenne einige meiner Funktionen, Meister, aber nicht alle. Wie, du kennst nicht alle? Du hast nicht gesagt, dass dein Speicher wiederhergestellt wird, wenn man deinen Haltebolzen entfernt? Wie kannst du einen Teil deiner Funktion nicht kennen? Fragen wir das Erste. Einschränkung. Ich hatte es vermutet, Meister, aber ohne Gedächtnis konnte ich nicht prüfen, ob ich wusste, dass ich recht hatte. Du hast mich also angelogen. Einschränkung. Nicht direkt, Meister. Ich habe aus Unwissenheit gesprochen. Ich nahm an, dass der Twi'lek für den Verlust meines Gedächtnisses verantwortlich war. Das heißt nicht, dass ich meinem Meister nicht treu ergeben bin. Oder, Meister? Twi'lek? Was? Dann sag mir einfach, welche Funktion du beherrschst. Bemerkung. Sicher seid ihr euch meiner Fähigkeiten bewusst, Meister. Ich wurde an verschiedenen schweren Waffen ausgebildet. Meine physischen und sensorischen Fähigkeiten sind außergewöhnlich. Ich wurde als Kampfeinheit konzipiert. Ich bin sozusagen ein Killer. Also haben wir uns einen Killer-Druiden gekauft. Das ist doch schon mal sehr interessant. Ein Killer? Ermahnung! Psst, Meister! Der Einbau solcher Funktionen ist illegal. Also habe ich einen illegalen Killer-Druiden gekauft. Ich werde es niemandem verraten. Kommentar! Gut, ich würde nämlich nur ungern verschrottet werden, Meister. Es wäre schade um meine einzigartigen Systeme. Antwort: Mein Mordchip ist zurzeit nicht funktionsfähig, seit ihn dieser Fleischsack Yucca-Lacca auf Tatooine deaktiviert hat. Wäre er funktionsfähig, könntet ihr ein Ziel bestimmen, das ich anschließend völlig eigenständig verfolgen und atomisieren würde. Ein Fleischsack. Das ist doch schön. Gibt es vielleicht eine Funktion, kann man die Funktion vielleicht reaktivieren? Antwort: Nicht, dass ich wüsste, Meister. Wie auch immer, ich bin im Vollbesitz meiner Kampf- und Tarnfähigkeiten. Das ist doch auf jeden Fall schon mal was. Gibt es eine Möglichkeit, dich zu reparieren? Antwort: Die Reparatur meiner Servomotoren ist kein Problem, Meister. Aber meine Speichersysteme sind außerordentlich empfindlich. Leider kann ich die Sicherungssysteme meines Kernspeichers nicht deaktivieren. Die Reaktivierung bestimmter untergeordneter Gedächtnisfunktionen ist aber durchaus denkbar. Also könnte ich deinen Speicher wiederherstellen? Antwort: Ihr könnt versuchen, Teile meines Speichers wiederherzustellen, Meister, wenn ihr geschickt seid. Von der Manipulation der erweiterten Funktion meines Kernspeichers rate ich allerdings dringend ab. Mutmaßung: Möglicherweise kann ein externer Impuls den Kernspeicher reaktivieren. Leider ist mir kein entsprechendes Programm bekannt. Also meinst du, dass dein Speicher einfach so seine Funktion wieder aufnehmen könnte? Wie kann ich deinen Speicher also wiederherstellen? Folgen wir das Erste. Mutmaßung. Vielleicht wird die Wiederherstellung meines Kernspeichers zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch initialisiert, Meister. Wer weiß, möglicherweise wurde mein Kernspeicher durch unsachgemäße Bedienung dauerhaft gelöscht. Sollte das der Fall sein, wird irgendein Fleischsack dafür büßen. Irgendeiner. Wie kann ich den Speicher also wiederherstellen? Antwort: Sagt doch einfach, dass ihr es versuchen wollt, Meister. Ich werde euch helfen, so gut ich kann. Bitte seid vorsichtig. Gut, das können wir vielleicht irgendwann machen, aber ich würde das, glaube ich, jetzt nicht machen. Das wäre momentan alles. Wie ihr wollt, Meister. Wiedersehen. Das war doch schon mal sehr aufschlussreich.
wo wir gerade beim Quatschen sind, ich würde mit Mission vielleicht nochmal sprechen. Vielleicht hat sie nochmal was über ihren Bruder zu sagen. Hey, was kann ich für dich tun? Ich möchte mit dir über deinen Bruder sprechen. Reden? Worüber sollten wir reden? Diese Sandleute haben meinen Bruder gefangen genommen. Griff ist vielleicht ein Idiot, aber wir müssen ihn retten. Wir können ihn nicht einfach bei diesen Monstern lassen. Mach dir keine Sorge, Mission. Wir holen ihn zurück. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Mit einem Jedi befreundet zu sein, hat wirklich Vorteile. Naja. Sind wir doch letztendlich in unserem Jedi-Tum richtig angekommen, ne? Haben wir hier sonst noch irgendwas Interessantes? Geschäftsmann. Ich guck mal kurz auf die Map. Wir haben das Druidengeschäft. Die Kantina. Stimmt, wir waren noch gar nicht in der Kantina. Und jeder weiß doch, dass die Kantinas in Tatooine, gerade in Anchorhead, ein sehr vertrauenswürdiges Pflaster sind. Eine holographische Band. Sprechen wir doch erstmal mit dem Barkeeper. Das ist doch immer eine gute Anlaufstelle. Und wer seid ihr? Die einzigen, die sich in Unix Nards Kantina trauen, sind ewige Verlierer und Kopfgeldjäger. Ich muss euch nicht sagen, warum das keine gute Mischung ist. Bitte nicht zu viel Blastergeballere hier. Aber es ist nicht verboten, ist doch schon was. Bietet ihr was zum Verkauf an? Hat sich in letzter Zeit... Das ist doch eine gute Frage an den Barkeeper. Hat sich in der letzten Zeit irgendwas Ungewöhnliches zugetragen? Ich nehme an, ihr wollt mir eine Reaktion auf die Zerstörung von Paris aus der Nase ziehen. Das ist doch das Einzige, wovon ihr Außenweltler sprecht. Also, wenn ihr mich fragt, dann war es höchste Zeit, dass jemand der Republik so richtig auf die Füße tritt, damit sich mal was bewegt. Und die Sith haben es eben gemacht. Versteht mich nicht falsch. Die Geschichte mit den vielen Toten war natürlich entsetzlich. Aber Krieg bedeutet halt auch Umsatz. Vielleicht entschließen sie sich ja dazu, uns hier zu befestigen. Okay. Und kennt ihr irgendwelche Geschichten von der Gegend hier? Nein. Heißt nein, dass ihr nichts wisst oder dass es nichts zu, dass ihr mir nichts sagen wollt? Schlicht und ergreifend nein. Ich will keinen Ärger. Wenn ihr mehr wissen wollt, müsst ihr mit den Leuten schon selber sprechen. Und jetzt, wenn es euch nichts ausmacht. Zurück zu meinen ursprünglichen Fragen. Also, von mir aus, aber fasst euch kurz, ja? Ich habe schließlich noch andere Kunden. Habt ihr was zum Verkauf? Die Cherker Corporation sorgt sich nur um ihre eigenen Geschäfte. Mein Angebot ist beschränkt. Beschränkt ist doch auf jeden Fall schon mal... Wie viele Medipacks... ich könnte mal wieder ein paar Medipacks kaufen, ne? Also die normalen habe ich aber verbesserte. Jetzt habe ich ein Antidot-Kit verkauft. Egal. Ein verbessertes haben wir. Medikits unendlich. Armeemesser. Vulkanischer Somnator. 2 bis 5 Energieschaden, Reichweite 23 Meter. Bei Treffer betäuben 25% Chance, 6 Sekunden. Ausbalanciert, Angriffsbonus. Ist prinzipiell gar nicht so verkehrt. So als Sekundärwaffe. 1000 Mandalorianischer Blaster. Giska-Gift. Ein paar Sargkarten. Soll ich mir die Pistole... Naja, wir haben gerade niemanden... Ach, nee, es ist alles gut. Ist alles gut. Schauen wir mal. Sith, Jedi, denen ist doch völlig egal, wie wir Leute in diesem Krieg umkommen.
Sprechen wir einfach mal mit den Leuten hier. So, ein neues Gesicht beim Spiel. Ich frage mich, ob ihr vielleicht Interesse an einem Spielchen habt. Mein Name ist Fokunellis und mein Laster ist das Parsag-Spiel. Ich muss gehen. In Ordnung, aber denkt daran, dass es auf Tatooine nicht viele Dinge gibt, die unterhaltsam sind, ohne gleichzeitig lebensbedrohend zu sein. Kommt doch zurück, wenn ihr ein wenig Karten spielen wollt. Ich glaube, ich gehe lieber die Lebensbedrohung ein. Ja, aber Dina. Aus dem Weg. Wir dienen müssen. Also dann, was kann Gandroth für euch tun? Es ist schon ein wenig her, dass sich jemand die Zeit genommen hat, mit mir zu sprechen. Normalerweise spricht mich irgend so ein junger Bursche an und fragt, wie das früher war mit mir und den Rennen. Aber das war auf Taris. Scheint vor langer, langer Zeit gewesen zu sein. Ich hätte ein paar Fragen gestellt, wenn ihr Zeit habt. Beantwortet einfach die Fragen, versucht nicht euch einzuschmeicheln. Ja, ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen. Keine Ahnung, was ich euch sagen könnte, was für euch von Interesse wäre. Ich bin nur ein alter Swoop-Jockey, der nicht mehr die Reflexe hat, um noch zu fahren. Ja, fragen wir halt einfach mal über Swoop-Rennen. Ich möchte euch ein paar Fragen übers Rennen stellen. Ah, das ist etwas, mit dem ich mich auskenne. Oder sollte ich sagen, auskannte? Meine Tage als Rennfahrer liegen schon lange zurück. Ich heiße übrigens Gandroth. Das hast du alles schon mal gesagt. Ist das hier der beste Planet für die Rennen? Der beste Ort, um Rennen zu fahren, ist dort, wo einen die Strecke gut behandelt und die Zeiten, die man fährt, glänzend sind. Es ist ganz einfach. Wenn ihr euch mal in eine bestimmte Strecke verguckt, ergeht es euch am Ende wie mir. Meine Lieblingsstrecke war immer auf Taris. Habe mich immer gefreut, wenn ich nach Taris zurückkehren konnte. Und jetzt möchte ich mein Bike am liebsten gar nicht mehr anrühren. Nun ja, in letzter Zeit war ich zwar nicht mehr unter den Gewinnern, aber ich bin noch immer mitgefahren. Aus Sportsgeist, wisst ihr? Wie hat sich Taris von hier unterschieden? Oh, darüber wollen wir lieber nicht sprechen, Miss. Ich will nur sagen, dass es immer jemanden gegeben hat, der für mich an der Strecke stand und applaudierte. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Einen endgültigeren Abschluss, als dass der ganze Planet in die Luft fliegt, kann man sich wohl kaum vorstellen. Puff! Bumm! Und weg. Und wie lange seid ihr Rennen gefahren? Auf jeden Fall weit über meine beste Zeit hinaus. Ich habe auch relativ spät damit angefangen. Nicht wie die ganzen Kids hier. Einige von denen sind noch zu jung. Und warum seid ihr dieser Ansicht? Es ist ein beinhartes Geschäft. Ich habe gesehen, wie sich manche innerhalb eines Jahres kaputt gemacht haben. Sie übertreiben es, gehen immer größere Risiken ein und leben nicht lange. Das gilt nicht für jeden, aber es kommt durchaus häufig vor. Ich bin ein Fossil. Doch auch wenn man am Höhepunkt seiner Karriere stirbt, ist man tot. Danke, das ist nichts für mich. Und was könnt ihr mir über die anderen Rennfahrer erzählen? Ich rede eigentlich nicht mit ihnen. Ich kenne Zoris aus dem Rennzirkus. Diese Frau ist wirklich ein harter Knochen und noch dazu verdammt klug. Ich kenne die jüngeren Burschen nicht, aber ich habe Nico beobachtet. Es ist gut, jemanden zu sehen, der fährt, weil er das Rennen liebt. Na gut, zurück zu meinen ursprünglichen Fragen. In Ordnung. Ich suche nach etwas. Wer kennt den Planeten am besten? Fragt mich in ein paar Jahren nochmal und ihr seid an der richtigen Stelle. Vermutlich werde ich beim Rennzirkus nicht mehr mitmachen, wenn es ihn wieder gibt. Aber zum jetzigen Zeitpunkt weiß ich auch nicht mehr als jeder andere hier. Ihr solltet es mal bei den Einheimischen versuchen. Vielleicht bei den Javas. Lustige kleine Kerlchen. Oh, lustige kleine Kerlchen. Oh. Ja, gut, dann lebt wohl. Passt auf euch auf.
Es kommen wohl schwere Zeiten auf uns zu. Dann haben wir uns halt ein paar Anekdoten von dem alten Mann angehört. Jack, Offizier. Was wollen Sie, Raumpilot? Wenn Sie sich beschweren möchten, wenden Sie sich an das Büro. Ich will nichts davon hören. Warum beschweren sich die Leute ständig bei mir? Ich kann auch nichts machen. Also lassen Sie mich endlich in Ruhe, okay? Okay, warum so aufgebracht? Ich möchte euch nur ein paar Fragen stellen, wenn ihr Zeit habt. Ich wüsste nicht, warum ich Ihnen helfen sollte. Dauert das lange? Dafür, dass ihr eigentlich im Auftrag der Checkout Corporation Auskünfte geben müsst, seid ihr nicht gerade hilfreich. Ich suche nach etwas, wer kennt den Planeten am besten? Fragen doch einfach so. Keiner von uns, so viel steht fest. Laut unseren Experten hat dieser Felsbrocken unerschöpfliche Erzreserven. Aber das Erz ist unbrauchbar. Das Zeug ist absolut unverkäuflich. Mein Ruf ist schon in 3 Systemen ruiniert. Na gut, ich glaube, aus dem kriegen wir nichts raus. Ich muss da mal gehen. Leb wohl. Gut. Ich muss zurück an meine nicht vorhandene Arbeit. Unsere Belange gehen Sie nichts an, Raumpilot. Alles klar, alles klar. War doch nicht so hilfreich, die Kantine zu besuchen, wie ich mir vielleicht erhofft hatte. Dann würde ich sagen, wir haben eine Jagdlizenz. Dann gehen wir doch einfach mal nach draußen. Schauen wir uns doch einfach mal draußen in der Wildnis ein bisschen an. Wir dürfen ja inzwischen raus. Oh, ich fange jetzt schon das Schwitzen an, wenn ich Lady sehe, wie sie in ihrem schwarzen Anzug durch die Gegend spaziert. Niemand verlässt Anchorhead, der nicht über die entsprechende Genehmigung verfügt. Ich verfüge über die entsprechende Autorisierung. Also, das will ich da mal sehen. Zeigt her. Hier ist meine Jagdlizenz. In Ordnung. Ich schiebe das nur rasch durch den Scanner und dann könnt ihr gehen. Ich muss schließlich darüber Buch führen. Also dann viel Glück da draußen. Ihr werdet es brauchen. Armer, armer Mann. So viel zu tun. Wer bist du denn? Hey da! Seid ihr in Richtung der Wüste unterwegs? Ihr gehört zu den Jägern, ja? Nur Jäger dürfen nämlich Anchorhead verlassen. Wenn ihr auf Tanis trefft, und daran gibt es eigentlich keinen Zweifel, dann sagt ihm doch, dass seine Frau hofft, dass er viel Freude mit seinem Hochzeitsgeschenk hat. Warum glaubt ihr, ich kenne ihn? Hochzeitsgeschenk, wovon redet ihr? In Ordnung, was ist, wenn er die Botschaft, wenn er eine Botschaft für euch hat? Oh, ich bin dann schon lange weg. Ich nehme das nächste Shuttle nach, wo auch immer. Ich habe genug davon, hinter ihm herzuräumen und seine Droiden zu reparieren. Wenn er überlebt, kann er ja versuchen, sein eigenes Leben zu führen. Ich schätze, ohne jemanden, dem er seine Lügen erzählen kann, wird das ohnehin nicht lange aushalten. Das klingt irgendwie ein bisschen so, als ob ihr ihn töten wollt. Oh, das ist schon alles in die Wege geleitet. Ich habe ihm da ein kleines Geschenk hinterlassen, um das er sich kümmern muss. Wenn er klug ist, passiert ihm nichts. Aber leider ist er nicht klug. Okay, ich muss dann gehen. Aber sicher doch. Wie ich schon sagte, richtet ihm doch aus, dass seine Frau Marlena Grüße schickt. Das war merkwürdig. Aber okay. Das Ding da hinten schaut ja mal riesig aus. Oh, da hinten steht auch jemand. Und das schaut auch nach Druiden aus. Wenn das mal nichts mit der guten Frau zu tun hat. Alter, ist das ein riesiges Areal. Schaut schon cool aus hier. So, das ist wirklich eine sehr große Gegend. Ist halt eine Wüste, ne? Ist da draußen jemand? Könnt ihr mir helfen? Ich scheine zum Sterben verdammt zu sein. Dafür, dass du zum Sterben verdammt bist, sprichst du sehr motiviert, muss ich schon sagen. Hey, danke, dass ihr angehalten habt. Ich schätze das wirklich. Ich sitze hier schon Stunden ohne Wasser fest. Gar nicht gut ausgesehen. Könntet ihr... Hey,
ich an euch. Ihr seid doch die junge Lady aus Fessers Club. Meine Gebete wurden erhört. Und was ist geschehen? Nun, wie es scheint, hat meine Frau Marlina nun endgültig genug von mir. Sie ist diejenige, die meine Droiden repariert. Und diesmal hat sie sich ganz besonders ins Zeug gelegt. Kommentar. Hoffentlich ist die Frau eine bessere Mechanikerin als Yukalaka. Ich würde ihm immer noch gerne das Genick brechen, Meister. Ich habe eine Falle ausgelöst, die von ihr programmiert wurde. Sie hat wohl gedacht, ich wäre nicht klug genug, um da wieder rauszukommen. Ja, sie hatte recht. Seiner Frau sind wir ja schon begegnet. Ihr bleibt einfach hinten und überlasst den Druiden die Jagd? Wisst ihr, jetzt ist wirklich nicht der geeignete Zeitpunkt für eine Belehrung. Vielleicht bin ich ja empfänglicher, wenn ich gerettet wurde. Das ist nicht sonderlich sportlich. Ihr seid hübsch, aber nicht besonders klug. Ich jage, um mir meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Andere Jäger schmafen von der Ehre, aber auch sie verkaufen ihre Trophäen. Okay, was soll ich tun? Die Frau hat eine fehlerhafte Funktion in meine Kampfdroiden eingebaut. Sie befinden sich in einer Art Entladungsschleife. Und wenn ich mich von der Stelle bewege, gehen sie in die Luft. Sie weiß, dass ich keine Ahnung habe, wie ich das beheben kann. Könntet ihr euch an den Reparaturen versuchen? Die Droiden reagieren nicht, wenn ihr euch bewegt. Nur ich sitze hier fest. Kommentar. Atomisieren wir den Fleischsack. Das spart euch eine Menge Ärger. Was ist nur mit den Droiden los in letzter Zeit? Hat meine Frau euch auch in die Finger bekommen? Negativ. Ich mag einfach keine organischen Fleischsäcke. Bis auf den Meister natürlich. Ich könnte wirklich ein bisschen Hilfe brauchen. Bitte. Oh Mann, HK-47. Das ist echt ein Original, ey. So einen Druiden trifft man, glaube ich, nicht allzu oft. Ich helfe euch, doch möchte ich dafür eine Gegenleistung. Aber sicher doch, Schätzchen. Alles, was ihr wollt. Das reicht mir schon. Ich helfe euch, wenn ihr mir all eure Credits gibt. Ich müsste aufhören, mit Druiden zu jagen zu gehen. Das kannst du von mir aus machen. Das ist mir doch. Ja, nehmen wir das Geld. Noch ein Schätzchen und ihr werdet es bereuen, verstanden. Nehmen wir die Credits. Hey, kein Problem. Aber es wird sich nicht gerade um Reichtümer handeln. Ich wette, die Frau hat bereits unser gemeinsames Bankkonto geplündert. So, wie sieht es jetzt mit der Hilfe aus? Greift einfach auf die Reparaturschnittstelle der Druiden zu. Ihr werdet ein wenig herumbasteln müssen, aber seid bitte vorsichtig. Eine Explosion werde ich schon irgendwie überleben. Mehr als eine Explosion und ich bin tot. Oh, und vergesst doch einfach die Nachricht, die Marlina da hinterlassen hat. Ich habe das nicht verdient, ich schwöre. Ja? Ich bin mal gespannt. Mission, du kannst doch reparieren. Gesamtrate 3. Gesamtrate 1. Reparieren Gesamt 16. Alles klar. HK-47. Repariere. Und wehe. Ich weiß, du magst den Kerl atomisieren. Okay. KX-12D Kampfdruiden Leitsystem. Fehler. Gruppenidentität gefährdet. Aktiv. Slimeball muss sterben. Subskript Autorisierung Marlina 1. Wiedergabe eine spezielle Nachricht von Marlina. Hast du Spaß in den Dünen, Tanis? Ich habe dafür gesorgt, dass du ihn haben wirst. Hör genau zu. Deine geliebten Droiden haben dich hier festgesetzt. Sie halten die Stellung, bis du verdurstet bist. Wenn du einen Fehler bei dem Versuch machst, sie zu reparieren, explodieren sie. Ein schönes Ende dann noch. Meine Mutter hatte schon immer recht. Die Frau ist dezent angepisst. Systemstatus. Status der ganzen Kampfdruidengruppe. Systemstatus der Reparaturfunktion zugreifen. Systemstatus KX-12D. Zielerfassung ausgefallen.
Fehler in... Automatische Reparatur, zwei Reparaturteile. Diagnosemodus muss auf manuelle Reparatur versuchen. Versuchen wir es mal auf manuelle Reparatur. Wir hatten zwar die Ersatzteile, aber komplett alle dafür verschwinden, weiß ich nicht. Also, manuelle Reparatur. Scanne Speicherknoten 4 mal 14, also 4 Stern 14, 11 14, Stern 31 14, 13, 21 14, Stern, Fragezeichen, Fragezeichen, Fehler, deskriptive Zahlenreihe beschädigt. Bestimmen Sie die korrekten Zahlen, Zahlenfolge des obigen Eintrags, um das System zu rekonfigurieren. Wer denkt sich denn sowas aus? 4, 14. Das ist plus 10. Nee, das kann... Das müsste, glaube ich, eine... Ach, nee. Jetzt muss ich kurz überlegen. Bam, bam, bam. Zweistellig, ja. 14, 31. Also ab hier endet alles mit 14. Das ist aber... die 14 ist hier übernommen. Das ist plus 10. Die 14 ist übernommen. Das hier vorne ist plus 20. Die 14 ist übernommen. Das ist minus 10. Aber, hä? Ich nicht ganz verstehen. Das ist ganz schön knackig. Solche Zahlenrätsel. Haben es dann doch ganz schön in sich. Und das macht gerade irgendwie auch nicht leichter, dass ich in der Aufnahme drüber quatsch. Normalerweise ist es ja so, dass man irgendwie das dazu addiert, multipliziert oder dergleichen. 31, 14. Ich habe keine Ahnung. Ich mache mir da nochmal Gedanken drüber und beende jetzt einfach die Folge. Vielleicht komme ich auf irgendeine Lösung in der nächsten Folge. Ich bin schon mal sehr gespannt, ob ich das Ganze hinkriegen werde. Und würde einfach sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich riesig drüber freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Und sag einfach bis zum nächsten Mal und ciao.